Am Rhein, zwischen Rhein und Neckar, ich weiß nicht, ob du das dich ein bisschen auskennst, da ist die BASF in der Nähe, die Chemiefabrik, die BASF. Da bin ich, da ist mein Wohnort in Heidelberg. Du kommst sehr gut darüber, Radio 5 und Santiago 9. Also, du hast eine sehr gute Modulation, also dein PMR-Gerät ist nicht defekt. Ne? Alles klar. Dann wünsche ich dir noch, schrottfrei kann man ja nicht sagen, wenn du zu Fuß unterwegs bist, aber ich wünsche dir ein schönes Wochenende, die besten Zahlen. Mach's gut, am Ende war der Ricci. Ja, das hat mir der Ingo, der ist der Plattformbetreiber, hat mir das eingerichtet. Ich komme über einen Laptop über dich, ne? Funke ich mit dir über einen Laptop, ne? Und da ist es ja eigentlich mehr, da werde ich ja von meiner Seite kein Funke. Aber ich verstehe dich glasklar. Und wie gesagt, der Ingo von Thronecke, der Plattformbetreiber, der hat mir das da hier eingerichtet, dass ich das so benutzen kann. Der Ingo kann das einrichten, ne? Und da kannst du da vielleicht noch CB-Funk holen, aber wie gesagt, das PMI über 03, ne? Wo du drüber kommst. Alles klar, am Ende war der Ricci. Ciao, ciao und viel Spaß beim Blumeneinkauf. Riese LKW an und fahre das an einzelne Blumengeschäfte aus, ne? Unter anderem bei uns gibt es ein Kaufhaus, das heißt Kaufhof, heißt jetzt Galeria, und da ist es unten außerhalb von dem Kaufhof in Oranje. Die haben also auch sehr viel Blumen und da wird auch sehr gern von der Kunde angenommen und da wird auch viel gekauft und nicht immer so teuer, muss ich sagen. Die Fußgänger auf dich, wenn du da mit dem Handfunkgerät da tust, wie lange gucken die da nicht? Oder meine diese Handy AI? Viel Glück beim Blumenkauf und dass das da am Hauptbahnhof jetzt klappt. Ich bin jetzt im Hintergrund und höre noch ein bisschen rein, wenn was wäre. Aber ich hole mir jetzt mal was zu trinken und wünsche dir viel Spaß und viel Glück beim Blumenkauf und für deine Frau morgen einen schönen Geburtstag. Also von der Modulation und von der Stärke hat sich nichts geändert. Du bist so klar und deutlich, ohne Rauschen bist du immer noch zu hören. Es ist super, was dein Gerät da kann. Es ist keine Störung, kein Brummen, kein Rauschen, nichts. Es hört sich immer noch so an wie vorhin. Also da hat sich nichts geändert. Und nachdem du öfters da bist, habe ich natürlich jetzt immer ein Auge offen, wo ich die lange Antenne sehe, HI. Damit kommt auch meine Frau entgegen und dann gehen wir auch wieder Richtung Praterstern zurück. Andreas, zu dir. Also das Rufzeichen ist Alpha Tango 1, Victor Alpha Sierra, der Lobo, der spanische Wolf. Ja, ich bin nicht über das Gateway, sondern ich bin über TeamSpeak erinnert. Ich rede mein Handy, 5G-Verbindung und TeamSpeak. Andreas, zu dir. Ja, also geplant ist nichts, ich bin leider Antennen geschädigt, ich kann nichts aufbauen. Und der drittgute H, der wäre zwar knapp außerhalb von Wien, aber da ist es auch nicht möglich. Also ich werde da nichts ausbauen. Die einzige Überlegung, die ich habe, dass ich vielleicht ein Gateway auf Zello baue, aber das muss ich mir, glaube ich, also bauen, anschließe. Das muss ich mir aber noch überlegen, weil ich glaube, technisch könnte das dann das eine oder andere Problem geben. Aber ich sage es gleich vorweg, das würde ich natürlich nicht machen, ohne dass ich vorher mit den Ingo Rücksprache halte. Kilometer vermutlich hat das geheißen von zu Hause weg. Ja, ich muss dazu sagen, ich hoffe, Andreas, du hörst mich jetzt. Mit dir und dem Werner wollte ich eher mal das eine oder andere
Gespräch unter vier Augen führen oder auf einem privaten Kanal dann. Ja, du bist übrigens schuld, dass wir auch einiges basteln mit deinen Ascari-Antennenrouten und mit deinen verschiedenen Aufbauten und mit deinen Akkus und so weiter. Deine Videos werden auch immer schön brav bewertet und begutachtet. Ja, und du bist auch schuld, dass ich jetzt herausgefunden habe, wie das ist mit Gateway. Und auf das alles überhaupt draufgekommen bin vor ein paar Tagen. Ja, ich hoffe, das klappt bei dir wieder. Ich weiß nicht, was ein Träger, was ein Aussetzer. Gib das Mikrofon noch einmal zu dir und deine Bitte. Nicht mehr zu viel von Blumen sprechen. Jetzt kommt dann irgendwo gleich meine Frau mir entgegen. Und hat dann von den schönen Blumen erzählt. Zu dir, Andreas. Ja, vielleicht gibt es einmal die Gelegenheit, dass wir mal meinen Nano-VNA vergleichen. Da bin mir noch nicht so sicher, ich habe nicht so viel Erfahrung mit dem Gerät, ob der tatsächlich passt, und ich glaube, du kennst dich da etwas besser aus, beziehungsweise hast abgestimmte Antennen, wo du dann sagen kannst, ja, das passt oder nicht. Ja, der Antennenbau hat mich natürlich auch ein wenig angesteckt, allerdings nur ein wenig. Jetzt habe ich natürlich voriges Jahr schon zwei Masten gekauft, Teleskopmasten mit diesen 13,5 Meter so ja, zum Probieren und zum Testen. Ja, ich gehe immer wieder die Strecke 22.02. Das heißt, entweder komme ich bei dir vorbei oder beim Werner immer. Ja, sehr praktisch, ne? Ja, also da wird es vielleicht das eine oder andere Mal ergeben, dass man. Ich bin übrigens gerade auf dem Stammparkplatz vom Video. Ich gehe aus dem Stadionparkplatz vorbei. Andreas, zu dir nochmal. Praterstern, ja, passt. Aber in Wurzelbauten wird nicht viel los sein heute, gell, bei dem kalten Wetter, oder? Station Werner verlassen Zug, ja, da hat das ja viel schöner. Wir haben jetzt minus 1 Grad. Grau in Grau, Sichtweite 50, 60 Meter, starker Nebel und ein grausliches Wetter. Aber was soll's, ich habe heute schon gehört, im Raum Graz hat es fast 10 Grad und ein super warmes Wetter und da kann man nichts ändern. Einmal ist so, einmal so, gell. Na dann, mach's gut. Ich wollte den Lobo nur was fragen, aber wenn er schon weg ist, vielleicht erwische ich ihn mal später wieder mal. Jetzt habe ich deinen Funknamen nicht mehr gehört oder du hast ihn noch nicht erwähnt. Vielleicht kannst du mir noch sagen, wie du bist. Mike, retour. Sprechungen einwandfrei, verständlich. Bringst nicht einmal Rauschen mit nichts. Anscheinend geht das BMR ganz gut, gell? Na, das besitze ich nicht, BMR. Und ich bin da nur mit CB-Gerät, mit einer Hochantenne Richtung Gateway, Einstieg in Salzburg, 6 bis 7 Kilometer Luftlinie. Mit einem BMR wäre das, glaube ich, zu weit entfernt und auf BMR habe ich noch nichts gehört von den Gateway. Gut, alles Gute, funktioniert ausgezeichnet. Schöne Grüße nach Wien, wenn Sie so schönes Wetter habt, seid froh. 73, schöne Grüße, alles Gute, da Station Werner von Rassing. Ja, wir haben schon mal geredet miteinander, jetzt kann ich mich erinnern. Mike, retour noch und zur Verabschiedung. 300 reingerufen, da Vespa 300, aber es passt schon. Der hat eh die Frage beantwortet, ist ein guter Anlass. Seine bessere Hälfte hat heute irgendeinen wichtigen Geburtstag. So, Lobo, Frage an dich, hast du schon gesucht, deinen Namen im Internet, beziehungsweise den Sänger, der Lobo heißt und der verschiedene Lieder rausgebracht hat in den 70er Jahren? Hast du da schon was gefunden drüber? Und vielleicht dir die Lieder sogar angehört hast? Die waren ja ein Lied war sogar in der Eurovision, damals hat es ja noch Eurovision, Grand Prix Eurovision geheißen. Ein Erfolgstitel, glaube ich, sogar Platz 1 oder 2. Frage an dich, hast du da schlau gemacht? Mike, retour, Lobo bitte. Und auf YouTube gibt es ja ganz eine lange Playlist, die habe ich mir angehört. So, ich bin aber so frech, nimm trotzdem das QX an.
Und ich muss jetzt dann auch schon langsam aufhören, weil ich sehe meine Frau, wir sind gerade aneinander vorbeigelaufen. Werden wir reden später dann weiter und das QX bitte noch herein. Dankeschön, ich wünsche einen schönen guten Nachmittag von der Stadt von Bern aus Wien. Ebenfalls von meinem Arbeitsstätter da aus Weil-Arzing, ebenfalls. Einen schönen guten Audiere da von der Stadt von Bern aus Wien. Ondrich, Lobo, die auch Weltfrüchtiger und Pester Adi. Falls du mir zuhörst, Martinstraße 35.